was bei Shadow of the Tomb Raider geschah. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Was genau wollt ihr denn hier? Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Jetzt bist du der Anführer. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Es tut mir leid. Schütze Paititi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Es ist genau 222 Tage her, dass ich die letzte Folge Shadow of the Tomb Raider hochgeladen habe. Und das hat einen guten Grund. Jetzt sind alle DLCs erschienen. Ich habe es quasi genauso gemacht wie jetzt bei Life is Strange. Und es wird Zeit, das erste DLC, die Schmiede, zu spielen. Wir sind jetzt in Kuwakyaku. Ja, und ich hatte auch versprochen, wenn ich die DLCs beginne, habe ich das Spiel auf 100%. Um euch erstmal zu erklären, hier oben steht 99%. Es ist ein Bug. Ich kann euch sagen, wo der Bug aufgetreten ist, nur damit das mal abgehakt ist. Hier in Paititi zeigt er mir zwei fehlende Nebenmissionen an. Aber diese Nebenmissionen habe ich alle gespielt. Ihr seht auch hier oben, ich habe sonst alles fertig gemacht. Und die Gesamtzahl an Prozenten sind 99,75%. Es ist ein Bug. Darum habe ich mich jetzt gekümmert. Und wir starten jetzt mit der Schmiede. Laut dem Trailer hat es irgendwas mit der Bekanntschaft zu tun, die wir hier in Kuwakyaku kennengelernt haben. In dieser Mission haben wir es wieder mit Abigail zu tun. Ich liebe alte Karten. Als ich klein war, haben sie immer zu Schätzen geführt. Ich fühle mich dann immer noch verlorener. Ich heiße übrigens Lara. Pilar. Du siehst nicht aus wie die Touristen, die sonst kommen. Ich bin Archäologin. Ja, das wäre wohl passender. Du solltest mit Abigail reden. Sie kennt die Geschichte dieses Ortes besser als alle anderen. Wir kennen uns schon. Abby hat einen Freund und mich bei unserem Besuch bei sich wohnen lassen. Nun, dann bist du ein willkommener Gast in Kuwakyaku. Danke. Brauchst du Hilfe, um die Karte zu lesen? Ich sollte das alles gar nicht verstehen. Ich
Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden, muss sie in der Zeit zurückreisen. Mariana war nie eine große Dichterin. Mariana? Abigails Großmutter. Sie starb an Krebs. Genau heute vor einem Jahr. Was ein Zufall. Tut mir leid, das zu hören. Mariana wollte, dass Abigail die Karte an ihrem Todestag erhält. Aber... Du bist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Es geht mich nichts an, aber wenn es hilft, Mariana hat es geglaubt. Du hast recht. Es war wohl nie meine Entscheidung, oder? Würdest du die Karte zu Abigail bringen? Es ist harte Arbeit, das Mädchen zu verfolgen. Oh. Und meine Hüften schaffen das nicht mehr. Aber natürlich. Lara sagte gerade, wir hätten bei Abigail gewohnt. Aber laut dem Spiel gab es ja nie eine Schlafszene oder so. Wir sind ja direkt weitergegangen. So. Abby in Diegos Haus treffen. Ich bin Diego. Abby, hier Lara. Hallo, Fremde. Wie läuft's denn so? Wie geht's Jonah? Dem geht's gut. Er ist bei einem Freund. Einem Freund, aha. Wie heißt sie denn? Er heißt Uchu. Hör zu, Abby. Ich bin wieder in Kuwak-Yaku und bin auf eine alte Karte gestoßen, die deiner Großmutter gehörte. Im Dorf wohnt ein alter Mann, Diego. Er pflegt den Gemeinschaftsgarten. Er kennt sich mit Karten aus. Vielleicht kann er mal draufschauen. Treffen wir uns dort? Bin unterwegs. Na, ich dachte gerade schon, Diego. Ist das nicht der, den wir hier in einer Sidequest, im Zahn gefühlt haben, der die Leute zum Arbeiten zwingt? Geradeaus. Ah, nicht geradeaus, gleich nach rechts. Life is Strange, es ging einige Monate. Aber jetzt mal wieder sowas wie Tomb Raider zu spielen. In einer richtigen Story, richtiges Action-Adventure, ist mal wieder was anderes. Und ich freue mich drauf, was jetzt in den nächsten 7 DLCs passiert. Ah, da drin, ja. Kann ich helfen? Ich bin eine Freundin von Abby. Ich sollte sie hier treffen. Wir haben eine Karte. Kannst du sie dir ansehen? Oh, zeig mal her. Eine schöne Arbeit. Gute Details. Freut mich, dass sie so gut erhalten ist. Du kennst sie also? In meinem Oberstübchen herrscht zwar Unordnung, aber meine Arbeit vergesse ich nie. Abbys Großmutter hat mich gebeten, sie zu zeichnen. Ich glaube, sie sollte eine Art Geschenk für Abby sein. Eine Schatzsuche zum Hier Todestag. Sind drei Stück. Siehst du sie? Die sind nicht von mir. Riecht wie Zitrone, oder? Zitrone? Zitronensaft kann als Tinte benutzt werden, um... Auf der Karte könnte eine wärmeempfindliche Nachricht versteckt sein. Darf ich deine Feuerschale benutzen? Klar, nur zu. Also, wie funktioniert das? Zitronensaft ist organisch. Er oxidiert und wird braun, wenn man ihn erhitzt. Und dann erscheint die Geheimnachricht. Es ist viele Jahre her. Meinst du, das klappt noch? Sobald Abby hier ist, werden wir es rausfinden. Was rausfinden? Wenn man vom Teufel spricht. Ich bin ein Engel, Diego. Das weißt du doch. Als Kind warst du keiner. Abby, Diego sagt, deine Großmutter hat ihn gebeten, die Karte für dich zu machen. Als Geschenk. Wozu bräuchte ich eine Karte des Dorfes? Ich kenne hier doch alles. Da ist noch mehr. Deine Großmutter hat auf dem Papier was versteckt. Hier, das man kaum sieht. Ich glaube, es ist eine Geheimnachricht. In unsichtbarer Tinte.
unsichtbare Tinte. Wirklich? Naja, es ist nur Zitronensaft, aber... Aber es funktioniert. Wie lautet das Geheimnis? Keine Ahnung. Darf ich? Sehen wir es uns an. Das ist ja wie Zauberei. Sieh mal, diese Symbole. 3x? X ist das Ziel. Hübsch, Oma. Sind diese Punkte weit entfernt? Nein. Trennen wir uns? Klar. Ich nehme die beiden hier. Eine Schnitzeljagd, das wird toll. Danke. Ah, oh, der Deko ist aber groß im Vergleich zu Lara. Diese einfache Karte scheint Geheimnisse zu hüten. X-Markierungen auf der Karte untersuchen. Was ich nochmal erwähnen muss zu DLCs allgemein, oft ist es ja so, und das hatte ich jetzt auch jüngstens bei Spider-Man, was ich auf der PS4 gespielt habe, dass bei DLCs plötzlich andere Synchronsprecher die Figuren sprechen, und das ist hier nicht der Fall. Bisher hatte Abby und auch Lara die gleiche Synchro. Ja, und manchmal ist es halt so. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber vielleicht werden da ja auch halt Verträge geschlossen. Und hinterher gilt der Vertrag nicht mehr für Erweiterungen, weil es nur das Hauptspiel betroffen hat oder so. Ach, alles hier in Kowakiaku. Warum benutze ich nicht den Überlebensinstinkt? Ich muss mich wieder in die Steuerung finden. Das ist so ein kleiner Nachteil, wenn man nach langer Zeit wieder in so ein Spiel geht. Jetzt zu E3 gab es ja ein Borderlands 2 DLC, was die Lücke zu Borderlands 3 schließen soll. Und ja, ich weiß nicht, wie es da mit der Steuerung ist. Ich habe noch nie Borderlands gespielt, aber... Da muss man sich dann auch erstmal reinfinden. Und das DLC geht ja davon aus, dass du es in einen Ruck spielst. Auch wenn jetzt da Jahre zwischenliegen. Aber... Bin ich jetzt richtig? Ja, aber so ist es ja. Das DLC erklärt dir nicht nochmal die Steuerung. Finde ich auch, übrigens auch hier gut bei Tomb Raider, dass wirklich seit den Anfang des Reboots 2013 bis jetzt Shadow of the Tomb Raider die Steuerung immer gleich geblieben ist. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe hier übrigens alles voll. Oft zu rüsten gibt's nicht mehr viel, was Fertigkeiten angeht. Ich habe den Skillbaum noch nicht vollständig. Aber das wird sich nach den DLCs ändern.